In diesem Film geht es um sexuelle Belästigung. Wenn das ein Thema ist, mit dem du dich nicht wohlfühlst, dann schau es gern zusammen mit einer Vertrauensperson oder such dir lieber ein anderes Exactly aus. Hilfsangebote für Betroffene findet ihr in der Infobox. Und da hat mir meine Gruppe von Männern hinterhergerufen, die Alte würde ich auch gerne mal. Das ist auf dem Fahrrad passiert, wo mir ein Typ hinterhergeschrien hat, hey, geiler Arsch. Oft werden solche Sprüche als Kompliment abgetan. Wenn ich dich angefasst werden will, dann hast du mich nicht anzufassen. Wenn ich es fünfmal sage, dann hast du das einfach zu akzeptieren. Für viele ist es aber einfach verbale sexuelle Belästigung. Das Ganze nennt sich Catcalling und mittlerweile gehen einige Leute dagegen vor. Catcalling ist eine Form von Diskriminierung. Und damit ist es ein Thema für die Gleichstellung. Anzügliche Sprüche, Pfiffe, Kussgeräusche. Für viele ist das Alltag. Rechtlich und gesellschaftlich ist es bis heute eine Grauzone. Das ist etwas, was der Staat so nicht tolerieren darf. Wir müssen davon wegkommen, zu sagen, dass es nur Kleinigkeiten seien. Am Ende geht es hier um Macht. Missbrauchsvorwürfe gegen den Sänger der Band Rammstein werfen lauter denn je die Frage auf, brauchen wir mehr Awareness-Teams und was können sie leisten? Dieser ganzen Causa Rammstein, was da hinter der Bühne passiert, kann die Awareness ja trotzdem nicht einbringen. Es ist Anfang Juni. Ich bin unterwegs in Halle an der Saale. Hier bin ich mit zwei Frauen verabredet, die sich gegen Catcalling einsetzen. Ella und Tina. Was genau ist ein Catcall? Kann man das definieren? Ja, also ein Catcall ist eine verbale Äußerung, meist Belästigung im öffentlichen Raum von einer fremden Person. Sie nennen sich Catcalls of Halle und gehören zu einem deutschlandweiten Netzwerk. Auf einer Stadtkarte sind alle Catcalls eingezeichnet, die bei ihnen eingehen. Hier am Markt sind noch zwei lilane Katzen, sage ich jetzt mal. Und das sind unsere Catcalls, die wir heute ankreiden wollen. Okay. Bei Ihnen in Halle sind in den letzten zwei Jahren 205 Catcall-Meldungen eingegangen. Angekreidet wird sonst anonym. Heute geht es aber um einen ganz persönlichen Fall. Hier ist ein guter Platz auf jeden Fall. Hier können wir gut schreiben. Jetzt würden wir gerne etwas ankreiden, was auch mir passiert ist. Und das ist auf dem Fahrrad passiert, wo mir ein Typ hinterher geschrien hat, hey, geiler Arsch. Und das wollen wir jetzt ankreiden. Also ich habe erst mal gedacht, so, hey, bin ich jetzt gemeint? Weil viele Leute und ich bin mit dem Fahrrad und habe mich umgedreht. Und ich war so, habe ihn so angeguckt. Ich war so, hä? Und er so, ich meinte nicht dich. Und dann habe ich so gesagt, okay, gut, alles klar. Und habe ihn halt dann hinterher gerufen, dass er bitte seinen Mund halten kann. Jetzt mal nett ausgedrückt. Eine Reaktion hat der Catcaller also nicht erwartet. Für viele stellt sich in solch einer Situation die Frage, war das am Ende vielleicht sogar nett gemeint? Viele sagen, ja, es ist ein Kompliment. Wo ich mich selber stark davon abgrenze, weil ich mir denke, ich fühle mich davon nicht gewertschätzt, ich fühle mich sexualisiert und habe halt nicht danach gefragt. Manche finden das okay und fühlen das als Kompliment und manche sind dann verunsichert und bekommen Angst. Naja, es gibt halt einen Unterschied, ob ich jemanden anspreche, den Blickkontakt suche, ein freundliches Gesicht habe und sage, sorry, ich will nicht irgendwie übergriffig sein, aber mir ist aufgefallen, dass Sie eine ganz tolle Ausstrahlung haben und ich würde total gerne mit Ihnen Kaffee trinken gehen, aber nur, wenn das okay ist. Da sagt doch keiner was dagegen. Aber dieses, ich gehe vorbei und nachdem ich vorbeigelaufen bin, bekomme ich einen Spruch. Das hat ja ein unterschiedliches Machtverhältnis. Ich wurde nicht gefragt, ich habe nicht eingewilligt. Das ist einfach nicht okay. Tina spricht aus eigener Erfahrung. Sie hat sich der Gruppe angeschlossen, weil sie sich selbst nach einem Catcall hilflos fühlte. Ich bin da einkaufen gegangen nach dem Joggen und da hat mir meine Gruppe von Männern hinterhergerufen, die Alte würde ich auch gerne mal. Genau. Und ich habe auch erst diesen Instinkt gehabt, das kann jetzt nicht für mich gewesen sein. Wollte das so ein bisschen ignorieren und habe dann gemerkt beim Einkaufen, wie das innerlich in mir gearbeitet hat. Solche Sprüche landen regelmäßig bei der Gruppe. Dabei geht es in ihrem Postfach auch um schlimmere Erlebnisse, wie Verfolgung oder körperliche Gewalt. Gerade in der warmen Jahreszeit führt das zu Angst vor sexuellen Übergriffen.
Der Sommer ist auf jeden Fall schön, aber auch geprägt mit, okay, was ziehe ich heute an? Der Catcall auf dem Marktplatz lockt immer mehr Passanten an. Eine Gruppe junger Männer hat sich sogar noch mal umgedreht. Na, wir hatten einfach so diese negative Sachen. Wir haben so geguckt, oh, das ist aber komisch. Und darum sind wir zurückgegangen. Ich habe gesagt, steht das wirklich drauf? Und ja, eigentlich ist es kein unschöner Spruch, unhöflich. Darf man nicht auf der Straße den Menschen so sexuell belästigen? Darf ich mal ganz frech fragen, hast du das schon mal gemacht? So irgendwie früher, weil man es halt nicht besser weiß? Nee, habe ich nicht mehr. Nein. Nein. Also sowas zeige ich nicht. Ich bin nicht so erzogen. Wissen Sie noch, wann Ihnen das letzte Mal das passiert ist? Mir? Ja. Ich glaube, vor 4 Wochen. Ja, aber das ist auch vor 20 Jahren bei uns schon passiert. Also von daher. Übergriffigkeit. Ja. Und ja. Anmachen und genau. Nicht auf ein Nein reagieren. Ihr seid jetzt gerade kurz stehen geblieben. Warum? Einfach nur, weil, also das selbst habe ich zum Beispiel heute erlebt bei einer Klassenkameradin und ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Gerade, also ich habe es jetzt selber nicht erlebt, aber ich höre halt viele Geschichten von Freundinnen, die das erzählen, wo dann Leute hupen oder hinterherpfeifen oder so, ja. Mir fällt auf, vor allem junge Leute kennen das Thema und finden die Aktion gut. Andere sind sich nicht ganz sicher, worum es hier überhaupt geht. Ich weiß nicht so richtig, was ihr damit wollt, ja. Uns schreiben alle möglichen Menschen, denen sowas passiert ist. Und die schreiben uns ihre Geschichte und wir kreiden das dann an der Stelle, wo das passiert ist, an. Wir machen dann Leute darauf aufmerksam, dass das jeden Tag passiert und wollen einfach aufklären darüber, dass man mehr darüber spricht, wenn einem sowas passiert ist und ja. Und alle schreiben euch, also auch Männer. Es gibt auch Männer, die uns schreiben, aber also statistisch gesehen sind es schon weniger Männer, denen das passiert. Kennen Sie das? Solche Sprüche, die einem einfach so hinterhergerufen werden? Also, ich sag mal, wenn jetzt jemand ruft, geiler Arsch, ja, dann finde ich das blöd. Aber wenn jetzt jemand hinterher pfeift oder sagt, was weiß ich, keine Ahnung, siehst gut aus oder so, oder mich haben auch schon mal Männer auf der Straße, ob sie mit mir Kaffee gehen trinken dürfen wollen oder so, dann finde ich das nicht schlimm. Das höre ich heute öfter, vor allem von älteren Personen. Für Ella ist es aber gerade heute wichtig, ihren Catcall öffentlich zu machen. Es wäre cool, wenn er jetzt hier langlaufen würde und sich denkt, ah ja, stimmt, das habe ich mal gesagt. Und das würde ihn einfach zum Nachdenken vielleicht anregen. Für mich ist es jetzt einfach so, okay, gut, das ist jetzt raus aus dem Kopf. Ich habe das jetzt hier hin angekreidet und ja, das ist raus aus dem System quasi. Also für mich ist das jetzt gerade ein schönes Gefühl. Bei dieser Aktion fällt auf, dass verschiedene Generationen Catcalling anders bewerten. Und vor allem junge Menschen das nicht mehr tolerieren wollen. Strafbar ist so ein Catcall in Deutschland bisher übrigens nicht. Erst bei einer direkten persönlichen Beleidigung oder sexueller Belästigung mit Körperkontakt, wie einem Klaps auf den Po, greift das Strafrecht. Andere Länder sind da schon weiter. In Spanien, Portugal, den Niederlanden, Belgien und Frankreich zählt Catcalling bereits als Ordnungswidrigkeit oder sogar als Straftat. In Deutschland haben wir bisher kein solches Gesetz. Dabei ist die Zahl der Betroffenen in Deutschland hoch. Die Partner-5-Studie der Hochschule Merseburg stellte 2020 fest, 89% der befragten Frauen, 88% der diversgeschlechtlichen Personen und 29% der Männer haben verbale sexuelle Belästigung bereits erlebt. Damit sich das ändert, hat die Studentin Antonia Quell 2020 eine Petition gestartet. Erst dieses Jahr, gut 3 Jahre später, wurde die Petition an das Bundesministerium für Justiz überwiesen. Außerdem liegt sie dem Bundestag zur Kenntnis vor. Die Fraktion der SPD schlägt Ende Juni in einem Positionspapier vor, Catcalling in erheblichen Fällen zur Straftat zu machen. Der Deutsche Juristinnenbund hat schon 2021 einen Vorschlag verfasst, wie eine Rechtsprechung bei Catcalling aussehen könnte. In Leipzig bin ich deshalb mit einem Mitglied des Juristinnenbundes verabredet. Britta Lehnert ist Rechtsanwältin für Strafrecht und unterstützt Betroffene von Gewalt. Also laut dem Papier wäre es möglich und auch gar nicht so schwierig, Catcalling irgendwie rechtlich belangbar zu machen. Aber aktuell ist es ja nicht der Fall, richtig? Ja.
zumindest ist es nicht so einfach, wie es nach der Vorstellung des Deutschen Juristinnenbundes und auch nach der Vorstellung, die dieser Petition zugrunde lag, sein sollte. Also wer als Betroffene jetzt ständig hört, dass das alles nicht so schlimm sei, fragt sich vielleicht auch selbst, ob sich jetzt hier, ob sich jetzt hier lohnt, mal eine Anzeige wegen einer Beleidigung zu riskieren. Eine Idee wäre es, den Beleidigungsparagraphen auch bei sexuellen Äußerungen gelten zu lassen. Oder Catcalling zu einer eigenen Ordnungswidrigkeit zu machen. Wenn das jetzt, sag ich mal, im Strafgesetz verankert wäre, wie könnte man das denn nachweisen? Das ist doch super schwierig wahrscheinlich. Das Problem bei der Nachweisbarkeit aller Sexualstraftaten ist ja häufig, dass sie im Geheimen passieren. Beim Thema Catcalling könnte sich hier sogar durchaus positiv auf die Zahl der Verurteilungen auswirken, dass es ja häufig in der Öffentlichkeit geschieht und daher durchaus auch leicht Zeuginnen und Zeugen zum Beispiel zur Verfügung stehen könnten. Brauchen wir das? Oder sind wir alle mittlerweile so woke, dass es sich eigentlich in ein paar Jahren legen wird? Oder braucht es das schon noch in der Gesellschaft? Meines Erachtens braucht es das in der Gesellschaft. Es ist wieder Sommer und ich denke, wenn wir uns Frauen allen Alters fragen, wie es ihnen so in den letzten Tagen ergangen ist, seit die Röcke wieder kürzer geworden sind und die Schultern wieder freigelegt, werden sehr viele davon berichten können. Das ist etwas, was der Staat so nicht tolerieren darf. Wir müssen davon wegkommen, zu sagen, dass das nur Kleinigkeiten seien. Das sind keine Kleinigkeiten. Dass verbale sexuelle Belästigung keine Kleinigkeit ist, wollen auch Tina und Ella aus Halle zeigen. Hier am Eingang der Fußgängerzone soll der zweite Spruch für heute angekreidet werden. Es ist hinterhergerufen worden, hey Süße, und es wurden Kussgeräusche gemacht, also halt verbal und nonverbal. Von solchen Kussgeräuschen kommt übrigens der Name Catcalling. Es ist dasselbe Geräusch, das man macht, wenn man eine Katze anlockt. Auch hier dauert es nicht lange, bis die Menschen in Halle stehen bleiben. Dieser Familienvater schreibt sich sogar den Namen der Gruppe auf. Wie finden Sie das, dass es hier so auf dem Boden geschrieben wird, wo auch Ihre Kinder das sehen können? Gut, also klar, man muss ja darauf aufmerksam machen, in irgendeiner Form. Mhm. Ja, und hier sehen es Leute. Kennen Sie das? Deswegen kann ich jetzt auch gar nichts dazu so sagen. Aber unsere Tochter schon. Ja, die ist 13. Mhm. Also sie ist öfters in der Stadt. Also ihr ist das schon öfters passiert. Ihrer 13-jährigen Tochter ist das passiert? Ja. Ja, es ist natürlich schon ein komisches Gefühl, ne? Als Mutter, als Eltern, wenn wir das dann hören. Aber wir sagen auch immer, ignoriere das, lauf weiter. Wie geht ihr mit solchen Kommentaren um? Habt ihr eine bestimmte Methode? Schreibt es mir in die Kommentare. Auf sozialen Medien gibt es verschiedene Ideen, mit Catcalling umzugehen. Ein amerikanischer Comedian wird bekannt mit Videos von polite Catcalling, also freundlichem Catcalling. Diesen Sommer macht außerdem das Subway-Shirt die Runde. Ein Trend aus New York. Ein weites T-Shirt über der Sommerkleidung, um sexuelle Belästigung zu umgehen. Als letztes Mittel filmen und konfrontieren einige Personen ihre Catcaller. Ja, wenn du nicht angequatscht werden willst, musst du in deinen vier Wänden bleiben. Halt die Schnauze! Wenn ich nicht angequatscht werden will, dann hast du mich nicht anzuquatschen. Wenn ich es fünfmal sage, dann hast du das einfach zu akzeptieren. Was für vier Wände! Und auf dieser Bank saß so eine Gruppe von fünf Typen und haben halt auf ihre Bank gewartet. Was machen sie? Schön erstmal catcallen. Can you please go away? I don't want to talk to you. You're a beautiful girl. Okay. Can you go away? Just leave me alone. It's in full space. Just go somewhere else. Okay. This is... Just go. I'm asking you to leave or I will call the police, okay? I don't want to talk to you. I want you to do something with me. Go away. I will call the police. Wait. I don't give a shit. I will call the police. Fuck off. Wir wollten eure Meinungen hören und haben einen Aufruf gestartet. Hi, hier ist Katharina von Exactly. Ich recherchiere gerade zum Thema verbale sexuelle Belästigung oder auch Catcalling, wie das Ganze genannt wird.
In den Kommentaren wird das Thema diskutiert. Einige empfinden Catcalling weder schlimm noch relevant, andere berichten ganz offen von ihren Erfahrungen. Allein innerhalb der letzten 5 Tage habe ich 3 Vorfälle erlebt. Deshalb trage ich seit 25 Jahren immer lange, weite Sachen. Das ist ganz typisch. Auch sexuelle und physische Übergriffe auf Männer werden gerne weggelächelt, denn es ist ja kein echtes Problem. Sogar in Vorstellungsgesprächen gab es schon unangebrachte Kommentare. Da haben die Kolleginnen ja endlich mal was fürs Auge. Schade, dass sie schon verlobt sind. Habe die Stelle nicht angenommen. Solche Schilderungen von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz haben wir mehrfach erhalten. Immerhin, dafür gibt es schon ein Strafmaß. Am Arbeitsplatz ist es ja ganz genau geregelt, wenn es um sexuelle Belästigung geht. Das heißt, da könnte ich Catcalling anzeigen, oder? Das ist richtig. Das ist im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz schon längst geregelt, dass der Arbeitgeber die Grenze nicht überschreiten darf. Es stellen sich natürlich auch hier in der Verfolgung dann auf tatsächlicher Ebene große Fragen, wie auch die wirtschaftliche Abhängigkeit der Betroffenen von den TäterInnen. Grundsätzlich ist das hier aber schon seit langem gesetzlich fixiert. Aber sag ich mal, draußen im Alltag nicht. Was ist da der Unterschied? Die Vorstellung, dass man sich in der Öffentlichkeit auch leicht entziehen kann einer solchen Situation, während man den Übergriffen am Arbeitsplatz dauerhaft ausgesetzt ist, mag hier sicherlich auch eine Rolle spielen. Wegen der Abhängigkeit vom Arbeitgeber wird hier also genauer hingeschaut. 78% der Catcalls finden laut einer Studie der Juristenfakultät Leipzig im Jahr 2022 aber im öffentlichen Raum statt. Deshalb schauen wir uns den mal genauer an. Dafür treffe ich Sandra Bannert-Nagel von der Opferhilfe Sachsen in einer Fußgängerzone. Wie sieht es denn aus in Ihrer Beratung? Ist da Catcalling auch ein Thema? Mitunter ist es schon ein Thema, wobei man schon sagen muss, dass die Betroffenen nicht ausschließlich zu dieser Thematik kommen, sondern dass es dann erst im Laufe der Beratung eben Thema wird. Und es häufig für die Betroffenen auch gar nicht so wirklich klar ist, dass das schon ein Übergriff ist, sondern das ist normal. Sie erzählt mir, dass Männer eher selten in ihre Beratung kommen. Die Schamgrenze liege hier höher. Frauen hätten schneller das Gefühl, was mir passiert ist, war falsch. Wie kann man im Nachhinein damit umgehen? Es ist eben wichtig, da wirklich auch auf sein Bauchgefühl zu hören und sich dann eben auch eingestehen, dass es mir jetzt mitunter schlecht geht. Also ich habe vielleicht irgendwie Angstzustände, traue mich vielleicht auch nicht mehr auf die Straße, traue mich vielleicht eben auch nicht mehr in die Stadt. Und dann ist es wichtig, sich jemanden zu öffnen und sei es eben erstmal einen nahen Bekannten, einfach das Gefühl eben mir zu teilen, hey, mir geht es gerade nicht gut, machen wir ja genauso auch, wenn es mir gut geht. Und wenn man dann aber irgendwie merkt, es wird irgendwie nicht besser, dass man sich dann auch professionelle Hilfe frühzeitig sucht. Ein Opferverband kann hier helfen. Rechtlich gegen Catcalling vorgehen bleibt schwierig. Doch wer trägt hier eigentlich die Verantwortung? Wenn ich jetzt hier verbal sexuell belästigt werden würde, habe ich ja keine Möglichkeit, das anzuzeigen, weil es halt immer nicht strafbar ist. Gibt es irgendwas, was die Stadt machen könnte? Oder hat die Stadt da irgendwo eine Verantwortung, dass ich mich hier als Bürgerin irgendwie wohlfühle? Als einen sicheren Ort, es ist die Frage, ob da wirklich die Stadt, oder es ist eben auch die Frage, ist das nicht ein gesamtgesellschaftliches Thema? Also sprich eben auch Zivilcourage, eben nicht wegzuschauen, ne? Und dann lieber vielleicht auch mal zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe das gerade beobachtet, ich fand das nicht so gut. Und dann, wenn die Person sagt, nee, alles gut, dann ist das okay, aber lieber einmal mehr nachgefragt, als einmal zu wenig. Es gilt also, präsenter zu sein, wenn solche Situationen passieren. Und auch anderen zur Hilfe zu kommen. Aber was tun Städte in Mitteldeutschland, um Leute vor verbaler sexueller Belästigung zu schützen? Ich stelle Anfragen an die Gleichstellungsbeauftragten 9 großer Städte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wird hier von Seiten der Stadt etwas gegen Catcalling getan? Was dabei herauskommt, erfahren wir später. In unserer Community-Umfrage haben wir von Belästigung in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz, beim Sport und beim Feiern gehen gelesen. Für solche Fälle gibt es in einigen wenigen Clubs schon länger eine Lösung: Awareness-Teams. Sydney und Cockney gehören zu so einem Team. Ich treffe sie in einem Club im Leipziger Westen. Drehen dürfen wir nur im Hof, solange noch keine Gäste da sind.
Keine Kameras gehört hier seit 3 Jahren zum Wohlfühlkonzept. Was macht ihr hier, was vielleicht auch andere Clubs nicht machen? Also in allererster Linie sind wir dafür da, um halt zu schauen, dass es allen Gästen hier gut geht und sich jeder wohlfühlt. Das bedeutet, wir gehen halt rum, checken so ein bisschen die Lage, schauen einfach, dass vielleicht jeder auch im besten Fall ein Lächeln auf den Lippen hat. Die Awareness bewegt sich frei im Club und stellt die physische und psychische Sicherheit der Partygäste sicher. Also es gab ja auch in Leipzig, in einer Location kam es ja zu schlimmen K.O.-Tropfeneinsätzen und so, also ne, wo es wirklich um mehr als 5 an einem Abend geht, hatten wir bisher Gott sei Dank seit der Eröffnung noch gar nicht gehabt. Das Team gilt als Ansprechpartner bei übermäßigem Konsum von Drogen und Alkohol und in Fällen von Diskriminierung wie zum Beispiel Rassismus oder Sexismus. Bei sexuellen Übergriffen oder Schlimmerem kommt aber auch die Awareness an ihre Grenzen. Also unsere Leute sind geschult, so, aber trotz allem sind wir natürlich keine, wir haben keine 6 Jahre Psychologie studiert und so, und wir haben auch alle keinen Jura studiert. Dementsprechend gibt es dann auch definitiv Bereiche, wo wir die Hilfe nicht mehr leisten können, und da hilft uns dann der Weiße Ring. So. Wie könnt ihr denn als Awareness-Team vorgehen, wenn ihr seht, okay, da passiert gerade irgendwie eine Grenzüberschreitung? Es ist halt so, dass andere Gäste beschreiben, dass sie eine Situation beobachtet haben, wo vielleicht so etwas passiert ist. Und in dem Fall bieten wir dann halt unsere Unterstützung und Hilfe an. Das kann dann halt über ein Klärungsgespräch sein, es kann aber halt auch bis zum direkten Rauswurf sein. Am Anfang sind die Gäste eher gekommen, wenn schon schlimme Dinge passiert sind, und inzwischen kommen die Leute auch schon bei sehr unterschwelligen Sachen. Klingt ja fast so, als hätte ich hier einen sicheren Ort, einen Safe Space gefunden. Ein Safe Space versprechen, das können wir nicht so, weil dann müssten wir sämtliche Gäste mit Gästelisten arbeiten, vorher mit allen nochmal ein Interview führen, nochmal abfragen, wie weit politisch gebildet sind sie denn überhaupt schon, verstehen sie Alltagsrassismus, tun sie das nicht mehr. Das heißt, das Einzige, was wir tun können, ist versuchen, einen safer, also sichereren Ort zu schaffen. Und deswegen sprechen wir nur von Safer Spaces, also von Orten, die etwas sicherer sind als andere Orte. Was meint ihr? Ist ein Awareness-Team die Lösung, um Veranstaltungen sicherer zu machen? Eine Umfrage von MDR Fragt aus dem Juni hat ergeben, dass 51% der Befragten zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Konzerten, vor allem für Frauen und Jüngere, nicht für notwendig halten. Die Befragten zwischen 16 und 29 sprachen sich dagegen mehrheitlich für Schutzmaßnahmen aus. Diese Idee wird aktuell im Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen gegen den Sänger der Band Rammstein diskutiert. Jetzt wird da darum gebeten, dass irgendwie es vielleicht ein sichereres System geben kann, dass man da irgendwie gegen vorgehen muss. Könnte das dann, sag ich mal, funktionieren? In dem Fall muss ich sagen, nein, weil das ja, also in dieser ganzen Causa Rammstein ist das ja wirklich das komplette Konzept, was da gebaut wurde, ist ja, um systematisch genau diese Sicherheitsstufen zu umgehen. Das wäre mit einer Awareness Crew nicht zu lösen gewesen. Die Awareness Crew ist ja dann dazu da, um auf dem Konzert bei den Gästen untereinander Awareness zu schaffen. Was da hinter der Bühne passiert, kann die Awareness ja trotzdem nicht einblicken. Selbst wenn die Awareness Zugang zu allen Bereichen hätte, wären für die Auflösung einer mutmaßlichen Missbrauchssituation Security und Polizei zuständig. Zurück im Büro habe ich Antworten von 8 der 9 großen Städte aus Mitteldeutschland erhalten. Die Antworten der Gleichstellungsbeauftragten ähneln sich. Für sie steht im Fokus sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung. Catcalling ist da immer eher so am Rande mit gemeint, aber sich wirklich damit beschäftigen können sie nicht. Einige haben als Grund fehlende Kapazitäten genannt. Gera, Magdeburg und Dresden planen in der Zukunft, dem Thema mehr Raum zu geben, heißt es. Bei meiner Recherche zu Catcalling-Initiativen von Städten fällt mir eine Stadt aus Niedersachsen besonders auf. Meine Reise führt mich dafür ins Harzvorland nach Salzgitter. Hier bin ich mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt verabredet. Hier steht schon eine Leiter. Ja. Es gibt was zu tun, sehe ich. Ja, unbedingt. Das sind bauzaungroße Plakate. Wir hatten im Frühjahr um den Valentinstag rum 6 Wochen eine Kampagne, ganz salzgitterweit über Bauzäune, wo auf das Thema Catcalling aufmerksam gemacht wurde. Auch mit der Meldeadresse keinkompliment@stadtsalzgitter.de, wo Betroffene in Salzgitter sich melden können, oder über unsere Beschwerde-App. Die App, um Catcalls zu melden, schauen wir uns später an. Jetzt müssen wir erstmal die Plakate vor dem Rathaus aufhängen. Und das hat einen bestimmten Grund. Und das heutige Datum steht drauf. Das heißt, heute ist ein besonderer Tag. Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist der 2. nationale Anti-Catcall-Tag. Jede 2. müsste reichen. Okay.
Die 53-Jährige ist die Initiatorin dieses Tages. Für sie ist Catcalling kein Problem, das nur die junge Generation angeht. Warum war Ihnen das eigentlich so wichtig als Gleichstellungsbeauftragte, dass die Stadt was gegen Catcalling macht? Das ist jetzt ja recht ungewöhnlich, sage ich mal. Ja, aber die Aufgabe einer kommunalen Gleichstellungsbeauftragten ist es, alle Aspekte von Gleichberechtigung zu betrachten. Und Catcalling ist eine Form von Diskriminierung. Denn Mädchen und, also überwiegend Mädchen und junge Frauen, Sternchen und natürlich trifft es auch andere, werden dadurch aus dem öffentlichen Raum vertrieben. Und damit ist es ein Thema für die Gleichstellung. Mittlerweile haben sich 68 Gleichstellungsbeauftragte aus deutschen Städten ihrem Aktionstag angeschlossen. Und das ist schon ziemlich viel. Ja. Aber was mir natürlich auffällt, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sieht das sehr mau aus. Ja. Also da nimmt wirklich niemand dran teil. Warum? Haben Sie die nicht angefragt? Doch, über das Bundesnetz werden alle angefragt. Das Schwierige ist, ich bin in der verhältnismäßig luxuriösen Situation, hauptamtlich Gleichstellungsbeauftragte zu sein. Ich habe eine volle Stelle. In den östlichen Gebieten sind die Landesverfassung anders geschrieben und die Gleichstellungsbeauftragten müssen nicht hauptamtlich gewählt werden oder sind mit weniger Rechten ausgestattet und dann haben sie einfach nicht die Kapazität. Simone Semmler darf dagegen weisungsfrei arbeiten. Um ihren Aktionstag umzusetzen, hat sie dazu aufgerufen, Catcalls zu melden. Ich sehe jetzt ja immer noch hier, dass das ganz groß draufsteht, die Melde-App der Stadt. Ja. Das heißt, wenn ich da jetzt drauf gucke, dann könnte ich jetzt einen Catcall melden. Dann könnten Sie jetzt einen Catcall melden. Neben vollen Mülleimern oder fehlender Straßenbeleuchtung kann ich hier kein Kompliment auswählen und so einen Catcall samt Standort bei der Stadt melden. Und das landet dann bei Ihnen? Das landet erst im Beschwerdemanagement. Ah, okay. Und das Beschwerdemanagement sortiert dann, welche Beschwerde gehört wohin. Und ich schreibe in der Regel immer einmal kurz zurück, schlimm, dass dir passiert ist, wenn du Hilfe brauchst, da und da sind Beratungsstellen oder wende dich an mich und wir gucken dann nochmal gemeinsam oder eben die Kollegin, ich habe zwei Sozialpädagoginnen aus dem Fachdienst Soziales, die mit drauf gucken, die dann eben auch schauen, braucht jemand wirklich nochmal mehr Hilfe, war es vielleicht auch wirklich traumatisch, was dort passiert ist. Oder vielleicht auch schon eine richtige Straftat. Genau. Wahrscheinlich, ja. Bei einer Meldung, da ist halt ein 10-jähriges Mädchen nicht nur gecatcalled worden, sondern hat jemand versucht, sie zu küssen. Und da habe ich dann natürlich auch sofort reagiert und bin an die Schule, über die Schulverwaltung dann an die Schule habe ich herantreten lassen, gesagt, Leute, da ist ein Problem. Und das wird dann natürlich dort jetzt ein Thema für die Schulsozialarbeit. Mhm. Deswegen sind für uns diese Meldungen halt auch wichtig, weil wir an verschiedenen Stellen in der Stadt dann eben gucken müssen, wie können wir präventiv intervenieren, dass sowas nicht wieder passiert. Und nicht, ja, schön, dass du es gemeldet hast. Da muss mehr passieren, als nur anzukreiden. Ja. Wie das hier in Salzgitter umgesetzt wird, will ich genauer wissen und verabrede mich mit Michael Tacke, dem Baudezernenten der Stadt Salzgitter. Ich treffe ihn in der Innenstadt auf einem frisch umgebauten Platz. Mehr Sitzmöglichkeiten, Straßenlampen und Begrünung. Und das ist nicht nur Deko. Wir wollten letztendlich einmal, dass dieser Platz auch mehr soziale Kontrolle dann beinhaltet, indem mehr Aufenthaltsqualität da ist. Gute Beleuchtung, leicht einsehbare Wege und möglichst viel Fußverkehr. Alles im Namen der Angstraumbeseitigung. Das soll den öffentlichen Raum sicherer machen und sexuellen Übergriffen oder Kriminalität vorbeugen. Natürlich wollen wir schon bereits in den Planungsprozessen sicherstellen, dass erst gar keine Angsträume entstehen, geplant werden. Ja, dass Einsehbarkeit mit berücksichtigt werden, dass Beleuchtungssituationen mit diskutiert werden. Das sind ja auch immer Abwägungen. Eine statistische Erhebung, ob die Maßnahmen messbar etwas bringen, gibt es auf meine Nachfrage hin nicht. Trotzdem setzt sich die Stadt aktiv gegen Angsträume und Catcalling ein. Heute am Anti-Catcalling-Tag wird hier an über 20 Orten in der Stadt angekreidet. Später gibt es noch eine Kundgebung und eine Autorinnenlesung. In Halle versuchen Tina und Ella ehrenamtlich auf Catcalling aufmerksam zu machen. Eine Initiative der Stadt sowie in Salzgitter würden sie begrüßen. Wir würden uns, glaube ich, wünschen, dass sich PolitikerInnen einfach mehr trauen, das Thema vielleicht auch
öffentlich anzusprechen oder in ihrem Stadtrat oder so, dass man dazu Positionen bezieht und das vielleicht auch unterstützt und einfach sagt, wir finden das gut, dass angekreidet wird und wir unterstützen das aber nicht, dass das passiert. Und hier sind unsere Ideen, wie wir das präsenter machen können in der Stadt, in der das passiert. Wenn euch der Film gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr euch für selbstbestimmtes Leben interessiert, dann schaut doch mal hier vorbei. Da hat meine Kollegin Carmen Salas sich mit dem Single-Leben in allen Altersklassen beschäftigt. Und hier gibt Ben Arnold einen Einblick in die Struktur der letzten Generation.